Reto Raffiner, der HCD hat einen kleinen schwierigen Start gehabt. In der Saison hat dann sicher können stabilisieren. Wie würde Sie oder wie fällt Ihr Fazit aus nach der Hälfte von dieser Qualifikation? Ja, ich glaube, wir sind uns im Zurückkämpfen. Der Start war in der Tat schwierig. Die ersten 10 Spiele waren schwierig für unsere Mannschaft. Aber ich muss unsere Mannschaft und unsere Coaches auch in Schutz nehmen. In einem normalen Jahr, in einem Nicht-Corona-Jahr, wäre das seitens Management gar nie passiert. Mit so vielen Verletzten kannst du nicht in die Saison starten. Bei so einer ausgeglichenen Liga. Darum dort muss ich sich in Schutz nehmen. Und ab dem Moment, so ab der 12. oder 13. Spielrunde, sind wir eigentlich wieder gekommen. Was war der Grund, dass Sie den besseren Schwung gekommen sind? Ja, die Verletzten sind zurück. Oder wir haben 4 von unseren Top 6 Verteidiger haben wir weg gehabt, in den ersten 10 Spielen. Und nochmal bei so einer ausgeglichenen Liga kannst du zwar probieren, in Genf, in Lausanne, in Zürich, in Lugano zu punkten, aber es ist sehr, sehr schwierig. Aber ich muss ihnen gleich ein Kompliment machen. Sie haben sich nicht beklagt, sie haben gewusst, das Management ist die Hand gebunden. Wir können nicht irgendwie Verstärkungen holen, wie man das in anderen Jahren schon gemacht hätte. Und haben sich probiert durchzukämpfen und ich hoffe, das wird jetzt gegen die zweite Hälfte dann auch belohnt. Die Mannschaft hat ja auch sehr gute Ansätze gezeigt, vor allem die Offensive war sehr produktiv gewesen. Auf der anderen Seite hat die Defense, die Verteidigung, ein bisschen Sorgen gemacht. Wie können Sie sich das erklären, dass es eben die Diskrepanz gibt? Sind das wieder die Verletzten? Jetzt müssen wir aufpassen, oder? Das ist Statistik. Natürlich sind wir lang, haben wir am meisten Goal geschossen. Von den langen meisten Goal hat es 4 Spiele gegen Rappi gehabt, wo wir 25 Goal geschossen haben. Und das trügt. Also von mir aus gesehen haben wir eher Mühe zum Goalschiessen wie letztes Jahr. Durch das nehmen wir viel mehr Risiko. Die Mannschaft will teilweise ungeduldig und dann tut man hinten ein bisschen mehr zulassen. Ich glaube, genau vor 12 Runden sind wir hier in Ambri gewesen, haben eine Tasche bekommen. Doppelrunde gegen Ambri, wo wir 2x6 Goal kassiert haben. Und dort ist die Mannschaft mit dem Trainer zusammen über die Bücher. Und seitdem haben wir die Stabilität wieder gefunden. Jetzt haben wir letzten Match in Freiburg wieder schnell einen Totalbruch gehabt. Das wird es geben auf dem Weg. Aber alles in allem, seit 10, 12 Runden sind wir viel stabiler unterwegs.